Deswegen freue ich mich nun, dass unsere Kollegin Dr. Mara Harzberger oder wie ich jetzt einfach sage, die Kryptomara und unser Kollege Lukas Burker, den ich einfach Lukipedia nenne, auf die Bühne bitten, um uns etwas über Krypto und die Bedeutung von Krypto-Investments zu erzählen. Danke. Ja, dann schon mal vielen Dank für die Anmoderation, Olli. Und dann starten wir auch direkt, letzter Vortrag vor der Mittagspause. Also wir wollen heute mal ein bisschen die Historie, woher kommt die Technologie, die hinter dieser neuen wichtigen Anlageklasse steckt, ein bisschen ausführen, dann ein bisschen den regulatorischen Rahmen und auch ein paar Use Cases Ihnen vorstellen und dann zum Schluss nochmal highlighten, warum wir denken, dass es wichtig ist, dass Sie sich gegebenenfalls auch mit dem Thema beschäftigen und was wir hier in der Bank auch zu dem Thema zu bieten haben. Wir wollen den Vortrag auch gerne sehr interaktiv gestalten. Sie sind herzlich dazu eingeladen, hier in den Abstimmungen, die wir immer wieder einblenden, mitzumachen. Also entweder nutzen Sie den angegebenen QR-Code oder gehen direkt auf die Seite www.menti.com. Ich sehe schon, die Handys gehen hoch und geben dann direkt den Code ein. Genau. Also was steckt eigentlich hinter dieser neuen Anlageklasse? Sind das alles nur Tech-Buzzwords oder steckt da mehr dahinter? Also was wir hier mal aufgezeigt haben, ist eine Sammlung an Begrifflichkeiten, die mit dieser Technologie immer wieder genannt werden. Ich möchte jetzt auf die Begriffe auch gar nicht im Detail eingehen, das mal ganz kurz wirken lassen, diese ganzen Begrifflichkeiten und dann gerne auch schon mit diesen Begrifflichkeiten in die erste Abstimmung gehen. Genau, also wir würden ganz gerne mal von Ihnen wissen, wie viel Sie mit diesen Begrifflichkeiten überhaupt anfangen können. Also sagen Sie diese Begriffe Ihnen gar nichts, sind Ihnen vertraut, haben Sie täglich mit damit zu tun oder ja, genau, ich sehe schon die ersten Votes kommen. Ja, doch ziemlich viele, die schon mit der Technologie auch ein bisschen vertrauter sind und ein paar wenige, die auch täglich damit zu tun haben. Genau, sehr schön. Und dann würde man gern gleich in die nächste Abstimmung gehen mit diesem Bild, dass durchaus viele von Ihnen schon mit der Technologie vertraut sind. Die nächste Abstimmung? Genau, also wie viele Jahre, denken Sie, liegt die Anfänge dieser Technologie zurück? Also nicht der Kryptowährungen an sich, sondern der dahinterliegenden Technologie. Wir können hier im Voting angeben, von 0 bis 100 Jahre, also wie lang geht es zurück? Ja, sieht man, viele ordnen so die letzten 20 Jahre ein. Kleiner Tipp, es geht um die asymmetrische Verschlüsselung. Wenn man einen gewissen Film gesehen hat, kommt man drauf. Genau, also genau, so würde ich dann an der Stelle vielleicht auch das Voting schließen. Es ist tatsächlich so, dass die Technologie schon relativ lang zurückgeht. Also Kryptographie an sich ist ja schon sehr, sehr alt, aber im Zuge der Blockchain-Technologie gehen die Anfänge tatsächlich bis in die 40er Jahre, also circa 80 Jahre zurück, wo Verschlüsselungstechnologien auch im Zweiten Weltkrieg Einsatz fanden. Andere Punkte, die für die Technologie wichtig sind, gehen auf die 80er Jahre zurück, also die ganzen Themen Open Source Communities, verteilte Systeme sind hier entstanden. Dann zwischen den 80er Jahren und den 2000er Jahren wurde eben die Kryptographie oder die Nutzung sehr viel weiterentwickelt. Also wir haben hier eben diese Secure Hashing Algorithmen, die für die Verschlüsselung verwendet, von digitalen Daten verwendet werden. Und dann ist vielen wahrscheinlich mit Musiktauschbörsen noch ein Begriff in den 90er Jahren, das Entstehen der Peer-to-Peer-Netzwerke. Und ganz zentral jetzt, wenn man wirklich auf die Kryptowährungen eingeht, also Bitcoin und Co., war die Veröffentlichung des White Papers zu Bitcoin Ende 2008. Das wurde von dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht, also man weiß nicht, ist das eine Einzelperson, stecken hier Firmen dahinter oder sind es mehrere Personen, ist wirklich ein Pseudonym. Und dann relativ kurze Zeit nach der Veröffentlichung des White Papers wurde Anfang 2009
die erste Bitcoin-Transaktion wirklich getätigt. Wenn man weitergeht, am Anfang war der Bitcoin, ich möchte jetzt nicht sagen wertlos, aber man konnte nicht sehr viel dafür kaufen, sodass Mitte 2010 jemand für 2 Pizzen 10.000 Bitcoins bezahlt hat. Das ist heute natürlich unvorstellbar. Wenn man dann weitergeht in der Geschichte, also im Laufe von 2011 ist dann der Bitcoin zum ersten Mal signifikant angestiegen, mit einem Gegenwert von 30 US-Dollar. Daraufhin folgte die erste Blase, die wir im Laufe der Zeit auch öfters nochmal gesehen haben, die dann platzte. Und wirklich wichtig, auch im Zusammenhang auch mit den Use Cases, die noch vorgestellt werden, ist eine zweite Blockchain, Ethereum, die sich signifikant von der Bitcoin-Blockchain unterscheidet. Hier gab es 2014 die Veröffentlichung des White Papers. Bei Ethereum muss man dazu sagen, hier ist es möglich, eben auf der Blockchain sogenannte Smart Contracts, also automatisierte Programme, eben zu entwickeln, zu verwalten und auch ausführen zu lassen. Und seit 2015 ist noch sehr, sehr viel mehr passiert. Das würde den Rahmen des Vortrages sprengen. Deswegen würde ich es jetzt hier in der Folie nochmal gerne zusammenfassen. Was man hier sieht, ist der logarithmisierte Bitcoin-Preis oder die Preisentwicklung über die letzten Jahre. Und was sich daraus ableiten lässt, ist wirklich, dass wir einen kontinuierlichen Anstieg des Bitcoin-Preises über die Zeit sehen. Wir sehen auch, dass sich die sogenannten Bären- und Bullenjahre durchaus abwechseln und basierend auf der Blockchain-Technologie kann man heute sagen, gibt es mehr als 10.000 Kryptowährungen. Also es ist nicht nur Ether und Bitcoin, es ist weitaus mehr. Die Technologie ist höchst dynamisch und entwickelt sich extrem schnell weiter. Und allein in den letzten 2 Jahren, also ich habe ja gesehen vorher, viele sind mit der Technologie vertraut, da muss man die ganzen Buzzwords, die in den Medien auch genannt werden, DeFi, NFT oder Metaverse, nicht genauer erklären an der Stelle. Aber es ist definitiv zusammenfassend an der Stelle zu sagen, es ist schon sehr viel da, aber es wird noch definitiv viel mehr in dem Bereich kommen. Und an der Stelle möchte ich ganz gern das Wort an Lukas geben. Ja, Mara, vielen Dank. Also wir wollten noch ein paar Use Cases von Kryptowährungen und Blockchains vorstellen und eben die Grundfrage ist, wo kann man Blockchains einsetzen? Und die Antwort ist simpel, man kann es theoretisch überall einsetzen, nur die eigentliche Frage ist, wo macht es Sinn, es einzusetzen? Und wir hören immer viel über Zukunftsfantasien, vor allem in der Kryptobranche wird viel darüber gesprochen, in Zukunft wird alles darüber laufen. Wir wollten Ihnen heute ein paar Use Cases zeigen, die tatsächlich schon angewandt werden und eben nicht auf die großen Projekte, die vielleicht anstehen oder vielleicht nicht. Also als erstes hier ein kurzer Blick auf WeChain. WeChain ist eine Blockchain, die hauptsächlich auf Logistik-Tools baut. Sie sehen hier ein Announcement aus dem Jahr 2019 mit Walmart gemeinsam. Der Sinn dieser Protokolle ist, dass man eine Supply Chain wirklich vom Anfang bis Ende transparent tracken kann. Es kann jeder sehen, was passiert, jeder weiß, was man zu tun ist. Auch der Endkunde kann sehen, wo kommt das Produkt her. Und Betrug wird mehr oder weniger ausgeschlossen, außer der allererste in der Blockchain betrügt. Aber im Endeffekt, durch die Kette durch, kann danach eigentlich nichts mehr passieren. Dann gehen wir weiter zu einer weiteren Anwendung. Tokenisierung im Allgemeinen, also Tokenisierung bedeutet, dass wir das Eigentum an einem materiellen oder immateriellen Gegenstand über eine Blockchain tracken. Hier kann man sagen, man kann theoretisch alles tokenisieren. Wieder, in vielen Bereichen wird es einfach keinen Sinn machen. Wo es hauptsächlich eingesetzt wird momentan, also auch wenn man mit den Startups in Deutschland spricht, die aktiv sind, ist im Immobilienbereich. Man tokenisiert ein SPV, das SPV wird ins Grundbuch eingetragen und danach können die Tokens aufgesplittet werden. Es gibt ein geteiltes Eigentum, es kann relativ einfach liquide weiterverkauft werden. Vorsichtig, was man natürlich nicht umgehen kann, ist die Grunderwerbsteuer. Also das ist, das Finanzamt schaut da schon genau hin bei Transaktionen, da gab es auch in der Vergangenheit Fälle in UK, wo genau das Problem war. Ein weiterer Punkt und der ist schwer zu greifen, auch für mich schwer zu greifen, NFTs und Gaming, also Non-Fungible Token, sind einfach individuelle einzelne Währungen. Wir haben uns hier das Spiel Axie Infinity rausgesucht. Ich habe es mir mal angeschaut, also ich habe es nicht selber gespielt, aber es ist eine verrückte Sache. Also es geht darum, jeder Spieler hat ein Team von Axies, spielt gegen andere Spieler mit Axies. Ein Axie, 3 gegen 3, ist immer individuell und kann auch weiterverkauft werden.
klingt jetzt bescheuert, dass wir uns sowas raussuchen, aber de facto auf dieser Plattform wird wirklich Geld umgesetzt. Also die Plattform inzwischen, nur die Plattform, nicht die Axis, hat einen Market Cap von irgendwie 1,7 Milliarden. Das teuerste Axie, das je verkauft wurde, wurde Ende letzten Jahres für 1,1 Millionen Dollar verkauft. Einfach für, ja, Sie schütteln den Kopf, Sie haben recht, also mein Gedanke war auch, als ich das gelesen habe, welcher Vogel kauft sich ein Axie für 1,1 Millionen Dollar? Da möchte ich jetzt eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich war am Wochenende, habe ich meine Töchter dazu gezwungen, auf eine Pferdemesse zu gehen. Dann habe ich, ohne die Regeln zu kennen, mal beim Polospiel zugeschaut und dann einfach aus Interesse gegoogelt, was kosten denn Poloponys? Als ich dann gelesen habe, das teuerste Polopony aller Zeiten hat auch etwa 1,1 Millionen Dollar gekostet. Mein Gedanke war ähnlich. Welcher Vogel kauft sich ein Polopony für 1,1 Millionen? Es ist einfach eine andere Art von Spiel und man kann es vielleicht, einfach jemand, dem es extrem wichtig ist, beim nächsten Exit-Turnier zu gewinnen. Aber es ist tatsächlich das Spiel, wo am meisten Geld umgesetzt wird. Alle Spielproduzenten drängen in den Bereich rein. Es gibt inzwischen hunderte Blockchain-basierte Spiele, aber der Vorreiter bleibt nach wie vor Axie Infinity. Dann von hochpreisigen Sachen wie Axies zu kleinpreisigen Sachen. Im Sportbereich gibt es eine Plattform Chilis, spezialisiert auf Fan-Token. Die haben ein riesen Wachstum gehabt. Also ich habe mir das zum ersten Mal angeschaut vor 1,5 Jahren, da hatten sie eine Handvoll Vereine als Kunden. Inzwischen haben sie 125 oder mehr als 125 Kunden. Der Gedanke hier ist, dass man einfach eine Plattform schafft, um die Fans eher an den Verein zu binden, egal wo die Fans auf der Welt wohnen. Ein Beispiel ist Paris Saint-Germain, macht das sehr professionell. Die Fans werden incentiviert, wenn sie Social-Media-Beiträge weiterteilen, bekommen sie ein paar PSG-Token geschenkt. Wenn sie mit abstimmen wollen, und zwar wirklich Abstimmungen, die von außen gesehen keinen Sinn machen. Welcher Star schreibt die Instagram-Story aus dem Trainingslager? Wer mehr Token hat, hat mehr Mitspracherecht bei der Abstimmung. Es ist inzwischen ein Riesenerfolg geworden. Also in der Bundesliga gibt es die ersten Vereine, die sich es anschauen. International, vor allem NBA, NFL sind führend. Major League Soccer macht wahnsinnig viel in dem Bereich. Wir sehen es de facto noch nicht so extrem bei uns in Deutschland. Das nehme ich, greife ich ein bisschen vorweg, weil wir hätten ja nächste Umfrage, wo wir Sie gerne fragen würden, was schätzen Sie, in welches Land hier führend ist oder welche Liga? Gibt es noch die? Ja, die K-League ist eine Auswahlmöglichkeit. K-League liegt noch vorne. Ja, es ist tatsächlich die La Liga. Also die Spanier haben letztes Jahr einen allumfassenden Deal mit Socios, das ist die Plattform von Chilis, geschlossen. Also de facto jedes Team in der La Liga kann jetzt die Token an die Fans ausgeben. Und die einen machen es, manche machen es professioneller, manche weniger professionell, aber Paris Saint-Germain verdient damit jeden Monat ein paar Millionen. Ist natürlich nichts im Verhältnis zum Messi-Gehalt, aber trotzdem bietet es eine Fanbindung auch international an. Gehen wir in die Präsentation bitte zurück. Allgemein, wenn wir über Sport und Krypto sprechen, also das ist der Weg für Kryptounternehmen, sich zu positionieren. Also wir sehen, es wird wahnsinnig viel investiert. Die beiden prominenten Beispiele, die wir haben, gerade vor kurzem wurde announced, Algorand wird die offizielle Blockchain der FIFA. Also die FIFA wird Algorand nutzen, um eben NFTs zu verkaufen, vielleicht zukünftig auch irgendwann Tickets zu verkaufen, je nachdem, was für Systeme sie nutzen. Messi hat einen großen Vertrag abgeschlossen, bekommt weitere 20 Millionen. Wahrscheinlich für ihn gar nicht so groß im Verhältnis zu anderen Verträgen, aber trotzdem sieht man, dass diese Unternehmen in dem Bereich vorpreschen. Dann noch ein, zwei Worte zur Adaption. Wir haben jetzt einfach den Bitcoin genommen. Also im Endeffekt, diese Projekte, die wir gerade gezeigt haben, haben eigentlich nichts mit dem Bitcoin zu tun, aber Bitcoin steht für 45% des Crypto Market Cap. Und egal, wie viele neue Vereine Chilis gewinnt, wenn der Bitcoin 20% fällt, fällt Chilis auch. Es wird einfach in Line getradet mit allem. Natürlich, langfristig sieht man schon eine gewisse Entkopplung, aber nicht kurzfristig. Was man hier sehen kann, auf der linken Seite sehen Sie den Bitcoin-Preis und auch die Anzahl der Wallet-Adressen, auf der rechten Seite die neuen Adressen. Man kann klar sehen, also wann immer es einen Peak gibt, wann immer wir einen Bitcoin-All-Time-High haben, gibt es die meisten neuen Adressen. Aber auch im Bärmarkt, die letzten 7 Monate, hat einen stetigen Zuwachs gezeigt. Wir sehen einfach immer mehr Leute in den Markt kommen. Inzwischen haben wir etwa 1 Milliarde Bitcoin-Adressen, das heißt aber nicht, dass wir 1 Milliarde Nutzer haben. Jeder Nutzer kann mehrere haben, also wenn man es durch 4 teilt, kommt man ungefähr auf die Zahl von Bitcoin-User, die es weltweit gibt.
Ist aber nur eine Schätzung, weil man es eben nicht nachvollziehen kann, wer natürlich hinter welcher Adresse steckt. Genau, dann kommen wir gleich zur nächsten Abstimmung. Gebe ich mir Mara. Genau, also nochmal die Frage an Sie. Wie denken Sie, welche Altersgruppe investiert hauptsächlich in Kryptos? Sieht man schon, die meisten tippen auf die jüngere Generation. Ich würde mal gerne hier an der Stelle auch auflösen und zurück in die Präsentation gehen. Genau, also wir haben uns das mal ein bisschen angeguckt. Inzwischen gibt es ja schon sehr viele Studien auch zum Nutzungsverhalten. Zum einen auf globaler Ebene. Wir haben uns jetzt explizit hier mal den deutschen Markt angeguckt. Hier gibt es eine Studie der Börse KuCoin und die besagt, dass inzwischen schon fast jeder sechste Deutsche eben in Kryptowährungen investiert. Und was diese Studie auch besagt, das sieht man hier an dem oberen Chart ganz gut, dass hauptsächlich die junge Generation, also so wie sie auch abgestimmt haben, eben den Hauptteil an den Kryptoinvestoren stellt. Also laut Studie sind 77% der Kryptoinvestoren jünger als 40 Jahre. Man sieht natürlich schon auch, dass Leute, die älter sind, ebenfalls in Krypto investieren. Was diese aber nicht so viel. Was man noch sieht aus der Studie, das ist die untere Verteilung, dass das sieht man, glaube ich, hier in der Audience auch ganz gut. Im Finanzbereich ist es immer so, dass es eher männerlastig ist. Es ist bei den Kryptoinvestitionen auch noch so, dass ein Hauptteil der Investoren männlich ist. Was die Studie aber auch besagt, und das ist, glaube ich, auch das, was es so interessant macht, dass ein wachsendes Interesse auch bei älteren Altersgruppen zu sehen ist und auch bei Frauen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, also wir haben jetzt die Altersverteilung angeguckt, wer steckt eigentlich das Volumen in die Krypto-Investments. Also laut anderen Auswertungen ist es so, dass 28% des Gesamtumsatzes im Kryptohandel eher von Älteren getätigt werden. Und es ist so, das ist in der unteren Verteilung dann zu sehen, das ist auch aus der Studie zu entnehmen, dass, und das ist auch das Thema, es ist eine sehr neue Anlageklasse, dass die Erfahrung im Kryptohandel noch nicht so lange anwährt bei vielen. Also wir haben es gesehen, vorher in der Auswertung 50% circa beschäftigen sich schon sehr stark mit dem Thema, aber wenn man sich diese Studie anguckt, die Kryptoinvestoren beschäftigen sich mit über 80% erst seit maximal 2 Jahren mit dem Thema. Genau, und an der Stelle möchte ich nochmal an den Lukas übergeben. Gut. Nachdem wir viel Positives erzählt haben, es gibt natürlich große Probleme noch im Kryptobereich. Also das eine ist, wir hören immer wieder Meldungen über Diebstahl und Hacks. Also es geht nicht darum, dass eine Blockchain direkt gehackt wird. Das wäre schon längst passiert, wenn es möglich wäre. Aber es gibt dauernd wieder Attacken auf Börsen, auf Protokolle und natürlich einfach Phishing-Angriffe auf individuelle Nutzer, die ihre Keys hergeben, die nicht wirklich darauf aufpassen, wo sie verwalten. Und das ist nach wie vor ein Problem im Markt. Ein weiteres Problem ist, wir haben eine mangelnde Regulierung und es ist Open Source Software, jeder kann ein Protokoll aufsetzen, jeder kann sich mit einer Blockchain verbinden und dementsprechend kommen dann immer wieder Protokolle raus, die bieten einen wahnsinnigen Renditen, versprechen einen ein paar 100% im Monat. Teilweise funktioniert es auch mal einen Monat lang, aber im zweiten schaut es dann unter Umständen anders aus und dementsprechend ist es sicher ein Bereich, wo man einfach aufpassen muss, was man denn macht und was man vor allem seinen Kunden anbietet. Der nächste Punkt ist die hohe Volatilität. Also wenn man sich den Log-Chart anschaut, man sieht, die Volatilität geht langsam runter im Vergleich zu den Anfängen, ist aber natürlich immer noch jenseits von Gut und Böse im Vergleich zu jeder klassischen Asset-Klasse. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass obwohl wir jetzt vor allem die letzten 1-2 Jahre einen großen Anstieg an institutionellen Investoren gesehen haben, Retail-Investoren den Hauptanteil ausmachen und Retail-Investoren neigen dazu, wann immer es hochgeht, werden sie euphorisch, wann immer es runtergeht, bekommen sie Panik und dementsprechend werden die Trends halt einfach massiv verstärkt. Wir haben inzwischen beim Bitcoin circa 7%, schätzt man es institutionell und der Rest ist immer noch Retail getrieben. Was man natürlich machen kann, man kann die Risiken nicht eliminieren, man kann sie natürlich reduzieren. Also vor allem, was den Bereich von sicheres Storage der Keys angeht, man kann sich zusammentun mit lizenzierten Unternehmen, man kann einfach
sagen wir so, kleinere Projekte auslassen und damit die wirklich riskanten Dinge umschiffen. Die Grundvolatilität, die wir im Bitcoin sehen, die lässt sich momentan sicherlich nicht ausblenden. Ja. Dann Mara, vielleicht erzählst du noch ein, zwei Sachen zum Thema Regulierung. Genau, also wie Lukas schon angesprochen hat, Regulierung bringt mehr Sicherheit und fördert natürlich auch die Adaption. Also was wir hier in Deutschland sehen, ist, also die Regulierung ist schon sehr weit fortgeschritten im internationalen Vergleich. Also Deutschland gilt hier als Vorreiter in der Regulierung von Kryptowährungen oder einfach der generellen Einordnung, was auch Sicherheit gibt. Also hier ganz kurz eine Timeline aufgeführt, also im Jahr 2019 hat man den ersten deutschen Security Token oder Security Token Offering mit BaFin-Wertpapierprospektus gesehen. Dann 2019 hat auch die Bundesregierung eine Blockchain-Strategie verabschiedet. Und dann, was ja auch wichtig ist, eben für die Verwahrung der Kryptowerte, 2020 kam das Kryptoverwahrgesetz. 2021 folgte dann das Fondsstandortgesetz. Das heißt, seitdem ist es für Spezialfonds eben möglich, bis zu 20% auch in Kryptowerten zu investieren. 2021 kam dann das elektronische Wertpapiergesetz, das erlaubt, innerhalb der Schuldverschreibung eben als Kryptowertpapier zu begeben und was natürlich eben auch die Anleger interessiert, die steuerliche Einordnung ist seit diesem Jahr auch klar und transparent geregelt. Und was man noch sagen muss und kann, also Deutschland hat hier eine Vorreiterrolle, was in den nächsten Jahren definitiv kommen wird, man weiß noch nicht genau wann, es wird definitiv eine Harmonisierung auf EU-Ebene geben. Und an der Stelle nochmal zurück an Lukas. Genau, ich glaube, die überspringen wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Genau. Dann würden wir zum Abschluss einfach noch erwähnen, warum glauben wir, sollten Sie sich zumindest mit der Zeit mit dem Thema auseinandersetzen. Bitcoin und die großen Projekte sind inzwischen so groß, es laufen etliche Government-Projekte darüber, die werden nicht mehr verschwinden. Die Regulierung gibt nach und nach mehr Sicherheit, macht das Ganze auch stabiler. Wir sehen natürlich, Krypto-Investments versprechen teilweise hohe Renditen, natürlich auch mit erhöhtem Risiko, aber kann daher durchaus interessant sein, also eine Zumischung zu einem Portfolio. Die Volatilität wird mit der Zeit abnehmen, je größer das Ganze wird und je mehr institutionelle Investoren wir sehen. Wachstumsraten sind im Moment noch hoch und was natürlich besonders interessant ist, ich meine, Herr Hillen hat es vorher erwähnt, die jungen Investoren haben fast alle Krypto schon zumindest schon mal gehandelt oder haben zumindest davon gehört. Und die Adaption, auch jetzt über die letzten 6-7 Monate, wo es eigentlich im Preis nach unten geht, schreitet klar voran. Also eigentlich alle großen Kryptobörsen melden nach und nach mehr Investoren. Und man muss natürlich eins dazu sagen, die Kryptobörsen werden zunehmend auch eine Konkurrenz, weil nicht nur FTX, aber auch die anderen drängen nach und nach in den Aktienmarkt hinein. Also denen das Feld auf der Seite zu überlassen, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Was wir hier bieten, wir haben mit unseren Partnern gemeinsam ein Setup gebaut. Wir können Marktzugang zu den großen nativen Kryptowährungen anbieten, 24 Stunden Handel über die ganze Woche hindurch. Wir können es anbieten aus einem Verrechnungskonto, also man kann im Endeffekt bei uns dann BMW verkaufen, danach Bitcoin dafür kaufen und direkt wieder zurück. Und wir haben uns zusammengetan mit einem BaFin-lizenzierten Verwahrer, da gibt es auch nur drei, weil einfach für uns die Sicherheit da das Entscheidende ist. Und Mara und ich sind beide noch den ganzen Tag da, also auch in der Mittagspause oder abends, also wenn jemand eine Frage hat, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beantworten sie gerne, auch wenn es kritische Fragen sind, freuen wir uns eigentlich immer drüber. Und dann gerne nachher, weil wir müssten jetzt alle in die Mittagspause verabschieden. Aber ja, dann wünschen wir allen guten Appetit. Guten Appetit. Und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Mara. Vielen Dank, Lukas, für das Eintauchen in die Kryptowelt.